In dieser Serie teste ich pro Video einige verschiedene Filamente mit dem Ziel, die besten Filamente zu identifizieren. Die Filamente werden dabei auf äußere Eigenschaften, Auswahl, Preis und Materialeigenschaften verglichen, um euch eine Unterstützung bei der Wahl zu geben. Wenn ihr ein Filament habt, das ihr gerne mal im Test sehen würdet, dann lasst ein Like da und schreibt es mir in die Kommentare. Einige weitere interessante und auch kuriose Filamente sind auch schon auf dem Weg zu mir. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr nicht das ultimative Filament verpasst. Meine Tests habe ich in drei Kategorien unterteilt. Im ersten Schritt wollen wir jedes Filament gemeinsam auspacken und genauer auf die Verpackung und den Inhalt achten. Besonders wichtig sind mir hier die angegebenen Parameter, eine gute Wicklung, der Durchmesser des Filaments sowie weitere Besonderheiten. Im zweiten Schritt schauen wir uns die Produktseite an. Hier geht es um die Anzahl der verfügbaren Farben, die vorhandenen Spulengrößen und den Preis pro Kilogramm. Zuletzt ist natürlich das Material sehr wichtig. Bevor wir überhaupt zum Druck kommen, teste ich die Sprödität in Rohform, denn keiner will, dass das Filament beim Drucken abbricht. Anschließend stellen wir die maximale volumetrische Druckgeschwindigkeit bei einer Temperatur von 210 Grad fest. Hier handelt es sich um etwas aussagekräftigere Werte als nur die Millimeter pro Sekunde, die oft zum Marketing angegeben werden. Mit einem Temperaturturm finden wir dann heraus, welche Temperatur sich für den Druck am besten eignet und wie wichtig diese für das Druckbild und die Ebenenhaftung ist. Bei einem abschließenden Benchy bei ebenfalls 210 Grad Celsius und maximal 15 Kubikmillimeter pro Sekunde prüfen wir dann noch die Qualität von Oberflächen sowie das Auftreten von Stringing. Insgesamt erhält am Ende jedes Filament eine Gesamtwertung zwischen 0 und 10 Punkten. Möge das Beste gewinnen. Zuerst schauen wir uns das PLA von Grautz etwas genauer an. Hier wurden mir eine 1 Kilogramm Spule PLA sowie eine Spule anderes Filament, zu welchem ich später noch komme, zugeschickt. Beim Auspacken finden wir einen luftdicht verschlossenen Beutel mit Trockenmittel vor, der leider nicht wieder verschließbar ist. Auf der Spule wird eine Drucktemperatur im Bereich von 190 Grad bis 230 Grad Celsius angegeben. Ob das stimmt, finden wir später noch heraus. Ansonsten hat die Spule eine gute Wicklung und ich hatte damit noch keine Probleme. Der Durchmesser des Materials ist konstant und für ein entsprechendes PLA im Rahmen. Was mir weiter besonders gut gefallen hat, ist, dass die Spule aus Karton ist. Das gibt auf jeden Fall einen Bonuspunkt in Sachen Nachhaltigkeit. Zur Analyse von Auswahl und Preis werfen wir einen Blick auf die Website des Herstellers. Hier werden überwältigend 21 Farben angeboten, was ein verhältnismäßig sehr breites Spektrum ist. Bei der Spulengröße wird die klassische 1 Kilogramm Spule angeboten. Für 1 Kilo kommen wir hier auf einen Preis von 19,99 €. Das liegt ziemlich genau im Durchschnitt, was für die gegebene Anzahl an Farben sehr gut ist. Zunächst ein kleiner Bruchtest, bei dem ich das PLA in Rohform einfach knicke. Das Material bricht hier etwas an, das muss aber noch nichts heißen. Viel wichtiger ist hier die Qualität der Druckergebnisse. Als nächstes testen wir die maximale volumetrische Geschwindigkeit. Beim Finden der ersten Unschönheiten berechne ich die genutzte Geschwindigkeit und ich komme auf ein Maximum von 19 Kubikmillimeter pro Sekunde bei 210 Grad Celsius. Erfahrungsgemäß ist das ein relativ solider Wert. Beim Temperaturturm hat auch alles sehr gut geklappt. Es gibt bei allen Temperaturen keine größeren Unschönheiten. Weiter testen wir die Haftung, indem wir die Pins abzubrechen versuchen und wir stellen fest, dass die Ebenenhaftung nur bei 190 Grad nicht ganz so gut ist. Im Vergleich zu anderen PLAs ist das der bisher beste Wert. Ein finales Benchy gibt noch etwas mehr Aufschluss. Die Oberfläche ist hier ganz gut, auch wenn es in der transparenten Farbe durch das sichtbare Infillen nicht direkt so aussieht. An Stringing ist leider einiges vorhanden. Mit der richtigen Temperatur lässt sich da aber sicher noch etwas machen. Insgesamt gebe ich dem PLA eine Bewertung von 8,3 von 10 Punkten. Kaufsargumente sind hier definitiv die große Farbauswahl bei normalen Preisen und eine solide Qualität. Neben normalen PLAs stellt Grautz auch noch glasfaserverstärkte Materialien her. Davon habe ich hier schon das HPP4 Filament mit 25% Glasfaser vorliegen, welches bis zu 155 Grad Celsius wärmebeständig sein und Laugen und Säuren aushalten soll. In einem anderen Video werde ich nochmal genauer darauf eingehen. Als nächstes folgt das Eco-PLA von 3DShake, das sich von euch gewünscht wurde. Wenn ihr weitere Wünsche habt, dann gerne in die Kommentare damit, ich lasse mich regelmäßig davon inspirieren. Von 3DShake habe ich eine Rolle Eco-PLA zugesandt bekommen. Beim Auspacken finden wir auch hier leider nur einen nicht wieder verschließbaren Beutel vor, welcher das PLA und etwas Trockenmittel enthält. Auf der Spule wird eine Drucktemperatur von 195 bis 215 Grad Celsius angegeben. Später werden wir feststellen, dass das PLA sogar noch mehr kann. Ansonsten hat die Spule eine etwas chaotische, aber dennoch gute Wicklung. Der Durchmesser des Materials ist konstant und für ein entsprechendes PLA im Rahmen.
Besonders gut gefallen hat mir hier auch die Verpackung, welche cool designt ist und sogar noch den Download des gezeigten Modells erlaubt. Zur Analyse von Auswahl und Preis werfen wir auch hier einen Blick auf die Website des Herstellers. Hier werden 22 Farben auf Spulen von 1 oder 2,3 Kilo angeboten. Der Preis pro Kilo beträgt 19,99 €, was voll im Durchschnitt liegt. Für die Materialeigenschaften zunächst wieder ein kleiner Bruchtest. Das Material zeigt eine leichte Bruchstelle, hält aber relativ gut stand. Für die volumetrische Geschwindigkeit bin ich bei 210 Grad Celsius auf 20 Kubikmillimeter pro Sekunde gekommen, was relativ solide ist. Auch beim Temperaturturm gibt es keine Probleme. Beim Testen der Ebenenhaftung fällt auf, dass auch diese im kompletten Turm sehr gut ist. Das hat bisher noch kein getestetes PLA geschafft. Ein finales Benchy gibt noch etwas mehr Aufschluss. Die Oberflächen sind hier sehr gut. Das Stringing hält sich sehr in Grenzen und mit Temperaturanpassungen kriegt man das sicherlich noch ganz weg. Insgesamt gebe ich dem PLA eine Bewertung von 9 von 10 Punkten. Kaufsargumente sind hier definitiv die sehr gute Ebenenhaftung, sehr schöne Oberflächen und die große Auswahl zum normalen Preis. Zuletzt wollen wir noch einen Blick auf das Kingroon PLA werfen. Zugesandt wurden mir hier eine 1 kg Spule PLA sowie eine 1 kg Spule Silk Rainbow PLA, welches ich nachher auch noch kurz anschneide. Im leider ebenfalls nicht wieder verschließbaren Beutel finden wir das PLA sowie etwas Trockenmittel. Auf der Spule wird eine Temperatur von 190 Grad Celsius bis 120 Grad Celsius angegeben, ob das stimmt, sehen wir gleich noch. Ansonsten hat die Spule die schönste Wicklung, die ich bis jetzt bei einem PLA gesehen habe. Der Durchmesser des Materials ist konstant und für ein entsprechendes PLA im Rahmen. Eine Besonderheit ist die Kartonspule, welche umwelttechnisch auf jeden Fall ein Pluspunkt ist. Zur Analyse von Auswahl und Preis werfen wir wieder einen Blick auf die Website des Herstellers. Hier werden ganze 13 Farben angeboten, was ein recht breites Spektrum ist. Bei der Spulengröße wird die klassische 1 kg Spule angeboten. Leider gibt es diese aber nicht einzeln, sondern nur im 2er, 6er oder 10er Pack zu kaufen. Dafür ist der Preis unschlagbar. Für 1 Kilo kommen wir hier auf einen Preis von 14,81 € im 2er Pack und im besten Fall 10,18 € im 10er Pack. Das ist deutlich unter dem Durchschnitt und vor allem für Projekte, wo man viel von der gleichen Farbe braucht, dürfte das sehr praktisch sein. Für die Materialeigenschaften zunächst wieder ein kleiner Bruchtest. Das Material bricht hier ganz leicht an, hält dem Ganzen aber sehr gut stand. Als nächstes testen wir die maximale volumetrische Geschwindigkeit. Hier komme ich auf ein Maximum von 20 Kubikmillimeter pro Sekunde bei 210 Grad Celsius. Erfahrungsgemäß ist das ein relativ solider Wert. Der Temperaturturm druckt auch ohne Probleme, obwohl wir den auf der Spule angegebenen Bereich überschritten haben. Beim Test der Ebenenhaftung stellen wir fest, dass diese unter 200 Grad Celsius nicht ganz so gut ist. Das ist trotzdem noch ein sehr gutes Ergebnis. Ein finales Benchy gibt wieder etwas mehr Aufschluss. Die Oberfläche ist hier recht gut. Stringing ist kaum vorhanden, das ist hier das beste Ergebnis, das ich diesbezüglich in meinen Tests hatte. Insgesamt gebe ich dem PLA eine Bewertung von 8,8 von 10 Punkten. Kaufsargumente sind hier definitiv die große Farbauswahl, ein unschlagbarer Preis sowie eine solide Qualität. Hier ist auch nochmal das Silk Rainbow PLA von Kingroon zu sehen. Neben dem Glanzeffekt wird hier im Verlauf der Spule immer wieder die Farbe gewechselt und die Druckergebnisse sehen echt toll aus. Das zeigt, dass Kingroon noch viel mehr als nur Standardfilamente drauf hat. Getestet wurden heute drei PLAs, bei welchen jedes seine Stärken und Schwächen hat. Je nachdem, ob eine große Auswahl an Farben oder eher große Mengen zum kleinen Preis benötigt werden, hat hier sicherlich jeder seine Favoriten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den gezeigten Filamenten haltet und was euer Favorit ist. Das würde mich sehr interessieren. Mein Favorit ist heute das 3D Shake Eco PLA, welches mich mit einer großen Auswahl zu normalen Preisen sowie sehr guter Qualität überzeugt hat. Das Grautz PLA ist diesem aber sehr dicht auf den Fersen. Als Budget-Pick ist aber auch das Kingroon PLA unschlagbar. Ansonsten liken und abonnieren nicht vergessen, um die nächsten Tests nicht zu verpassen. Und dann sieht man sich hoffentlich bald wieder.